Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und heute werden wir eine Vorratskiste öffnen. Ich bin so scheiße dämlich. Oh Gott! Ich bin da jetzt ernsthaft hingerollt, ne? Ach Gott! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin wieder hier. Ich trete euch. Ich trete euch. Ernst. Okay, dann werdet ihr wenigstens den Weg nach oben sehen. Das ist doch auch positiv, oder? Das muss positiv sein. Ach Gott, wie dämlich war das denn? Oh. Ich habe nicht mal mit Absicht den Knopf gedrückt. Ich bin aus Versehen gegengekommen. Aber so geht's hoch zum Panorama, Freunde. So geht's hoch zum Panorama. Also von daher, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ihr das vielleicht auch seht. So, hier wird ein kleines Slow Motion eingeblendet, wo man nichts machen muss. Das ist ein bisschen seltsam, aber gut. Hier springen wir einfach hoch. Dann springen wir da rüber. So, easy. Und dann geht's hier hoch halt, ne? Und dann sind wir auch schon fast da. Ja, das hat lange gebraucht, bis ich den Weg hier gefunden habe, aber ich habe ihn schlussendlich gefunden und es wird sich für uns auszahlen mit einem Panorama. Wäre ich jetzt daneben gesprungen, ich hätte gekotzt. So, hier oben waren wir gerade, hier sind wir gestorben und ich drücke jetzt Dreieck. Geht doch. Detonierende Sprengfalle, hoffentlich gut. So, und hier ist das Panorama. Abseilen? Nee, ich beile mich bestimmt nicht ab. Jetzt. Shitstorm Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte, in dieser tristen, alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Ja, ja, da hatte jemand einfach nur was gegen Romanzen. Gut, hat sich ja gelohnt. Möchte mich jetzt abseilen, da. Oh. Gut, wir haben es geschafft. Toller Anfang. Huch, hier sind ja Statuen. Cool. Wenn ich wüsste, zu welcher Stadt die gehören. Ich weiß nicht, ob das hier eine echte Stadt ist oder ob es einfach nur erfunden ist. Aber hätte ja sein können. Gut. Dann ist unser nächster Auftrag auf jeden Fall, das Lager zu plündern. Mal gucken, ob wir da ein bisschen Erfolg haben. Natürlich sind die Monster wieder da, aber naja, gibt Schlimmeres, ne? Vielleicht kann ich den Hunden erwischen, das wäre echt cool. Nein, er hat mich schon gesehen. Gibt's hier irgendwo einen Busch in der Nähe? Komm her! Bitte nicht so schnell, nur langsam. Danke. Oh. Ja komm, Kleiner, komm. Easy. So. Den zweiten können wir, glaube ich, ignorieren. Du hast nichts gesehen. Nein. Ja, verdammt. Du bist doch eine Schlampe. Ich habe dich doch beim letzten Mal schon... Oh, ich drücke auch noch die falsche Taste. Beim letzten Mal schon bekämpft. Keine Munition mehr. Wunderschön. Ja, die kommen gerade noch auf dich zu, Mann. Okay. Einer weniger, fehlt nur noch einer, ne? Oh, wir haben ja die Zeit zu duchen. Oh, er hat mich vergessen. Er hat mich gescannt. Oh Gott. Alles wird gut. Ach, verdammt. Genau, renn ins Wasser. Da bist du vor mir sicher. Ich hab alles abgeschlagen. Och, Mann. Oh, oh Gott. Okay, langsam wird's echt schwer, aber wir behalten uns einfach mal bei dem Schwierigkeitsgrad, bis ich nur noch am Abkacken bin. Aber bis dahin habe ich mich ja eh verbessert. Von daher, was soll's? Gut.
Laufen wir zum Lager. Da liegt noch was. So, ich baue den ganzen Stuff, der hier rumliegt. Zuerst die Kälte, dann der Schnee. Ja, so läuft das hier heutzutage ab. Hast du richtig gut erkannt. ETF. Das ist das Lager? Das ist das Lager, ne? Okay. Nehmen wir an, wir müssten sie fertig machen. Da haben wir einen. Oder Leute. Da oben ist ein Beobachtungsposten. Sollten wir vielleicht zuerst ausschalten. Kann ich von hier aus. Kann ich von hier aus schon seinen Kopf treffen? Easy. Okay, unser nächstes Ziel dürfte dann eigentlich die beiden sein, ne? Da hinten ist zwar noch einer, aber den können wir, glaube ich, ignorieren. Ich liebe Spiele, wo ich nicht entdeckt werden möchte. Wo es überhaupt die Möglichkeit dazu gibt. Schleichen. Sollte weniger Zelda spielen. Hey, da liegt eine Leiche, ihr solltet vielleicht mal nachgucken. Oh, die haben Geiseln. Geh mal einer guck. habt ihr den im Hintergrund gesehen, der hat hingeguckt? Ah, schön mit vollem Bogen alle abziehen. So ist richtig. So. Na, noch jemand hier in der Nähe? Ich würde sagen, bisher ist es noch einfach. Bisher geht's noch. Da ist irgendwas, ne? Alte Trümmer. Ah, dieses scheiß Zelda-Spiel, ne? Ja, was war das? Okay, ja, so viele leben gar nicht mehr, ne? Nicht gut. Ist ein Fuchs im Wasser? Ne, der ist im Busch. Okay, war nur im Busch. Okay. Sammeln wir erstmal den ganzen Scheiß hier auf. Das. Gut. Die können wir, glaube ich, erstmal ignorieren. Ah, der weiß nicht, von wo sie angreifen gerade. Oder wir, ich. Oh! Oh, einer ist gewarnt. Alle sind gewarnt. Ich muss mal kurz zurück in den Busch. Ich bin gar nicht hier. Nein! Hast du es richtig erkannt? Es sind mir zu viele, also wenn ich jetzt im offenen Kampf gegen sie kämpfen müsste, würde ich viel Leben verlieren. Darauf habe ich gar keine Lust. Deswegen warten wir ganz kurz. Okay, die sind dabei, mich zu vergessen, aber es dauert ewig. Vielleicht kann ich sie nebenbei ausschalten. Da ist schon mal einer weniger. So, oh Gott, da sind noch voll viele. Guckt sie euch an. Aber ich kann die Geiseln befreien. Hier haben sie die Gefangenen also eingesperrt. Na komm, komm doch ein Stück weiter. Hohohoho. Nee, da kommst du gar nicht raus, ne? Nein, geht da hoch. Kann ich dein Köpfchen treffen? Nein, das wollte ich nicht.
unser Kopf sehen. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich hab deinen Kopf getroffen, du Bastard. Jetzt sind sie wieder hinter mir her. Toll, klasse. Oh, so viele von den Leuten. Komm, schleichen wir uns rein. Ach, da ist überhaupt keine Tür. Ich dachte, das wäre eine Tür hinein. Ich drücke immer die falsche Taste. Frag mich nicht warum. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Aber nehmen wir erstmal die Loot mit. Ah, ich liebe es zu schleichen. Oh, was ist das schön. Können wir das Feuer schon anmachen? Nein, das Banditenlager räumen, okay. Oh, blaue Beute. Gut, da wir seine Lebensanzeige sehen, wissen wir, wo er ist. Und ich weiß auch, warum ich beim letzten Mal verkackt habe. Ich habe über meinen Elgato Capture gespielt. Und der hat ein Delay von mindestens maximal einer Sekunde. Und deswegen ist die Reaktionszeit halt nicht ideal. Aber ich spiele jetzt wieder über den TV. Das heißt, keinen Verlust, nicht einen Verlust. Ah. Trümmer wieder. Lagerfeuer. Und hier aus könnten wir vielleicht ein oder zwei erwischen, ne? So, seid ihr schon aufgeregt, Mädels? Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, da hinten. So, natürlich nehmen wir den ganzen Loot mit. Trainingsattrappe, was ist das da? Banditenkämpfer? Achso, das ist die Leiche. Das ist die Leiche. Gut. Da gab es hier leider nicht so viel. Vorratslager. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, das tut richtig. Alles mein Loot, alles mein Loot. So, kümmern wir uns um die Bengel da unten, ne? Tja, ich hab's gesehen. Der Dodge. Ich hab's aber gesehen, Dude. Guck mal, wie aufgeregt sie sind. Wie aufgescheucht die. Kann ich schon die Geiseln befreien? Alles wird gut. Ich hole euch hier raus. Du kommst mit mir. Okay. Der Bogen ist durch und durch gegangen. Seid ihr bereit für die Freiheit? Okay, hier sind noch ganz viele. Weiß nicht, ob ich hier durchschießen kann, aber ich werde es versuchen. Hat funktioniert. Stufe 13 erreicht. Saubere Sache. Ja, kommt alle nur her. Ach, ich mag das Spiel. Es ist funny. Jetzt kämpfen die auch noch. Super, lock sie doch alle noch her. Bist du ein Feind?
Bin da mal weg, ne? Ich hab die Geiseln befreit. Anderen Job habe ich nicht. Ja! Diese Drecksgeiseln! Ich werde das bestimmt hier alles nicht normal machen wegen euch. Oh, diese miesen Pisser. Wozu befreie ich die denn? Damit die mich verraten können oder was? Weise. Naja. Ups. Ich habe sowieso nur noch Hälfte an Leben. Dem hier Geisel. Sieht aus, als wäre ich sicher. Merken, das nächste Mal erst alles ausräuchern, dann Geiseln befreien. Gut, jetzt sind sie tot. Aber schön die Augen auf. Ihr seid noch zu zweit? Das tut mir fast schon leid für euch. Tada! Oh, Lager befreit. Jetzt kampieren wir wahrscheinlich hier, wa? Ach, ihr lebt ja wieder, cool. Sucherin, darf ich mit dir reden? Ja, wieso nicht? Ach, du bist ein Händler. So, was hast du denn so schönes für Outfits? Verderbnis. Tilgerin? Das ist eine schwere Rüstung, ne? Effekte. Ist das Verteidigung? Oh, stille Nora-Jägerin. Ich glaube, das ist was für mich. Da bin ich nämlich getarnt. Tausche gegen ein Brüllrückenherz. Würde es gern haben. Ja, ich kann auch theoretisch das hier nehmen, ne? Stille Nora-Jägerin Mittel. Aber ich würde gerne. Das wäre mir lieber. Absteigend sortieren, ja. Gibt's hier auch eine Info oder so? Was das ist? Ich brauche auf jeden Fall dieses. Brüllerrücken-Ding. Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Jetzt sei mal nicht so. Bin nicht heilig. So, manuelle Speicherung, kann ich das? Würde mich gern ausruhen. Aber das kann ich auch gerne machen. Ich habe doch keinen Speicherstand, ne? Safety first. Naja, heilen wir uns so. Bitte, darf ich mit dir reden? Welche Ehre! Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Woher kommst du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Karja kamen. Und ihr seid zusammen? Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Ja gut, warum wurdest du ausgestoßen? Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte.
ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Ein hübscher Bart, der in deinem Gesicht rumfliegt. Tschüss. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Ja. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben? Ja, behalt's doch. Auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Scheiß auf die Gesetze. Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Gut, wir haben hier einen Händler freigeschaltet. Wir werden jetzt unser Ziel fortsetzen. Wir haben da noch ein Panorama. Da werden wir direkt mal hinlaufen. Also ich finde das viel langsamer. Keine Ahnung, ich finde das hier ein bisschen schneller. Auch wenn wir zwischendurch stoppen, ne? Immer so die Frage, was ist schneller? Irgendwann mache ich ein Wettrennen und dann weiß ich's. Was? Das Panorama soll unten sein? What? Ist das möglich? Naja, da ist auf jeden Fall unser Ziel. Da ist noch ein Lagerfeuer und ein... Ich weiß es nicht. Das? Rache einer Tochter. Rede mit Mariela in Mutterkrone. Ach, das ist Mutterkrone. Cool. Na ja, gut, das Panorama ist irgendwo unten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir hinkommen. Logisch. Ist auch alles blind hier. Aber gut, dann halt nicht. Sonst verschwenden wir hier 50.000 Folgen, um da irgendwie runterzukommen. Oh, Mutterherz sieht groß aus. Oder Mutterkrone. Das nehme ich lieber mit. War ja klar, dass hier irgendwas wieder rumfaucht. Hey! Hör auf mich zu sehen. Jetzt guck doch her! Nur euch Biester ausschalten. Ja, genau, hinter dir ist das. Bringen wir es hinter uns. Ich kann Pfeile verschwenden, wie ich will, weil ich ja unendlich habe. So viele Materialien mit bisher gesammelt, dass mich nichts und niemand aufhalten kann. Und die Rest lassen wir mal liegen. Moment, ich muss mal was gucken. Notizbuch, Maschinen. Wächterherz, nein. Läuferherz. Irgendwas mit Rücken war das, ne? Graserherz. Ne, ich nehme an, du bist es. Ein Plündererherz. Du etwa? Nee, also wir haben das Viech, wir kennen das Viech noch nicht, was dieses Rückending hat. Schade. Das brauche ich später noch. Sonst würde ich das jetzt jagen und farmen. Apropos jagen und farmen. Du gehörst schon mal mir, Bro. Ja, jetzt durchsucht das Scheißschwein. Seid ihr Pferde? Ich hab ein Pferd! Hatte ich das nicht vorher auch schon? War das nicht irgendwie sowas? Ah, es ist hinter mir her! Na gut, du willst Stress? Den kannst du haben, Freundchen. Wo ist deine scheiß Schwachstelle?
Er wollte Stress haben, ihr habt's alle gesehen. Er hat aufgemuckt. Geht aber gar nicht. Weil dich kannten wir schon, ne? Läufer? Ich glaube, Läufer kannten wir schon. Ja. Weiß nicht, der kam mir irgendwie kleiner vor. Naja, jetzt haben wir 9 Läufer, was soll's. Wo gibt's denn neue Tierchen? Können wir hier irgendwas sehen, neue Tierchen? Was bist du denn? Brüllrücken, oh. Da werden wir gleich hingehen. Wir brauchen das Ding von ihm. Das sieht mir nach dem Eingang aus. Nein. Oh Gott. Das muss Mutter Krone sein. Solei müsste hier irgendwo sein. So, wie kommen wir hier rein? Wo ist die Tür? Wohl reingeschlichen von hinten. Mutter Krone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Sie ist eine Superin. Dieses Dorf hat schon bessere Zeiten gesehen. Lass dich mal ansehen. Okay, Freunde. Wir haben hier einiges an Quests, die wir lösen müssen. Und hoffentlich wird uns eine hier in die Nähe führen. Das wäre nämlich nice. Sehr, sehr nice. Ich würde das sehr freuen. Auch nehme ich diesen Rücken von dem. Guck mal, das war. Gut, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mal einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.